Heute ist ein wundervoller Tag für Bücher und ich habe wieder jede Menge Bücher mitgebracht. Hier steht irgendwo Produktplatzierung oder Dauerwerbesendung oder so, weil wir Werbung machen für Bücher. Hinter der Kamera ist die Sena. Ja, hi. Und wir haben hier irgendwelche besonderen Sachen zu verkünden, zu erzählen? Nein. Nein, ganz langweilige Woche gewesen. Gott sei Dank, ich liebe langweilige Wochen. Das ist mir immer ganz lieb. Wir hatten Lesezeit. Wir hatten ganz viel Lesezeit, die haben wir uns auch genommen und ja, haben uns mal versucht, ein bisschen zurückzunehmen aus dem ganzen Stress und der ganzen Unruhe, die hier immer ist, und mal ein bisschen Silenzio zu machen. Und das hat auch nicht geschadet. Und wir haben ganz, ganz viele Videos für euch schon aufgenommen, Verlagsvorschauen, genau. Was uns gerade sehr, sehr viel Spaß macht, weil wir sehen, was für schöne Bücher auf den Markt kommen und ja. Und wir stecken euch jetzt an mit den Büchern, aber erstmal mit den Büchern, die wir hier diese Woche gelesen haben oder abgebrochen haben, wie in Sinas Fall. Und dann das hört sich ja gut an. Genau, dann werden wir uns wieder in die Welt der Buchvorschauen wagen, aber das machen wir dann erst alleine. Ihr bekommt das dann ja später zu okay. sehen. Okay, ich muss noch etwas dazu jetzt sagen, zu den abgebrochenen Büchern. Ich hatte es euch im letzten Video gesagt, es wird eine Abbruchparade. Ich habe schon geahnt, dass es bei mir eine wird, nicht bei Mar. Aber das bedeutet ja nicht, dass euch nicht die Bücher gefallen könnten. Ich werde euch trotzdem sagen, was mich daran gestört hat, warum ich überhaupt dazu gegriffen habe. Und okay, dann lasst uns doch einfach mal starten. Ja, so, wir fangen an mit Beautiful Bastard von Christina Lauren oder Loren vom MTB Verlag. Ja, das ist das erste Buch, das ich abgebrochen habe. Warum habe ich überhaupt dazu gegriffen? Es ist erotische Literatur. Habe ich jetzt so, ehrlich gesagt, nicht ganz so sehr gecheckt. Vielleicht bin ich auch irgendwie ein bisschen auf den Kopf geknallt. Ich bin ja auch nicht diejenige, die immer die Klappentexte liest. Ich glaube, du kannst es jetzt runternehmen. Gut, okay. Also ich bin ja nicht jemand, die... Wollte euch das schöne Cover nicht vorenthalten. Die immer die Klappentexte liest. Ich, gerade wenn ich mir was ausleihe, ach ja, weißt du, so oft gesehen, dieses Bild, das Buch. Ach komm, so schlecht. Guck's mal rein, liest mal rein. So, auf der anderen Seite habe ich Shades of Grey gelesen und ich fand es nicht schlecht. Also es war jetzt nicht das super tolle Buch, es war aber auch wirklich nicht schlecht. Also ich muss auch dazu sagen, ich habe alle drei Teile von Shades of Grey gelesen. Ich fand es nicht so übel, wie es gemacht wurde. Es hatte ja Gottlob noch einen Handlungsstrang neben der ganzen Sexgeschichte. Natürlich, ihre innere Göttin ist mir auch auf die Nerven gegangen, aber... Im Grunde genommen war ich gut unterhalten. Ja. Ja, es ist jedenfalls so gewesen, dass ich doch Teil 1 ganz gerne mochte. Und was sollte schief gehen? Außerdem habe ich gesehen, dass Band 8 oder 9 von der Reihe, das Cover mag ich, weil da jemand, also auch wieder so ein Mann im Anzug, glaube ich, drauf ist oder überhaupt, was weiß ich. Und der Mund ist mit dem Union Jack verklebt. Fand ich geil. Egal, ich also mir das Buch angeguckt, dachte, gib ihm einen Try. Ich habe schon mal irgendwann reingelesen, ich habe aber vergessen, wie schlecht ich es fand. Auf Seite 1 ging es dann schon abwärts mit der Sprache. Da, ich glaube, beim letzten Mal bin ich nicht über Seite 1 oder so herausgekommen, sagt man das dann so? Egal. Jedenfalls war dann da ihr, weil ich breche auch Bücher echt bei Seite 1 ab. Ist mir diese Woche auch passiert, aber die zeige ich euch gar nicht erst. Einfach nur, weil mich der Schreibstil nervt oder die Charaktere gleich auf Seite 1 sind, dann wird das schon nichts. Jedenfalls, da ging es mir richtig fies auf die Nerven, die Sprache. Ich mag es nicht, wenn... Also wörtliche Rede im Buch ist was anderes, als wenn man Prosatext hat, also diesen ganz normalen Text. Auch wenn es Ich-Erzähler sind, erwarte ich da einen anderen Schreibstil. Etwas, was so klingt, nicht als wenn ich es meiner besten Freundin gerade erzähle, nebenbei bei einer Pizza, sondern als wenn sich jemand wirklich dahinsetzt und 2 Minuten mehr investiert, um einen geschmeidigen Text hinzubekommen. Und da war jetzt, glaube ich, auf Seite 1 irgendwas vom wegen, ich war die rechte Hand des Chefs oder ich war auf dem Weg, die rechte Hand des Chefs zu werden oder was auch immer. Aber, und die wollte immer in seine Fresse.
Und das ist nicht mein Stil, Niveau, keine Ahnung. Jedenfalls komme ich damit ganz schlecht klar. Hab gedacht, okay, vielleicht ein Ausrutscher. Ausrutscher auf Seite 1, okay, erster Strike, so nach dem Motto, wenn man mit der Big Bang gehen will. So, und dann habe ich weitergelesen und ich wünschte echt, man hätte mein Gesicht während des Lesens gefilmt. Es war wirklich, ich habe selber gemerkt, wie ich Grimassen gezogen habe. Es war jedenfalls so, dass ihr Chef ihr, ich nehme da nicht viel vorweg, das sind die ersten Seiten. Ihr Chef ist halt wirklich ein Fiesling, der sie doof behandelt und so weiter. Und plötzlich packt er sie einfach an und die haben Sex. Er wartet zwar noch, ob sie jetzt darauf eingeht, aber jetzt ganz ehrlich, bin ich da zu sehr Feministin? Bin ich zu sehr Sympathisantin der MeToo-Kampagne, dass ich das nicht gut finde? Dass der Chef einfach mal übergriffig wird und das dann halt... Ja, das ist schon ein bisschen mehr als übergriffig, ne? ...tollen Sex halt wirklich mündet und ja. Ach, was sind diese Männer alle toll. Die meinen, sie können einfach so Sex haben und dann liefern sie auch noch guten Sex ab. Das ist ganz erstaunlich. Okay. Vor allen Sehr Dingen, schön. Ich kann meine Praktikantin einfach mal antatschen und ich weiß, sie... Präsidenten haben es vorgemacht. Sie sollen ja allesamt, sie sind ja selbstbestimmte Frauen, sie hätte ich auch Nein sagen können, aber ich weiß nicht. Ist das nicht beim MeToo auch so gewesen, dass es auch einfach ein Ungleichgewicht der Machtstellung gibt? Sie ist Praktikantin. Ein Nein hätte bedeuten können, dass sie vor die Tür gesetzt wird, dass sie ihre Miete nicht bezahlen kann, dass sie... vielleicht auch gar nicht mehr richtig ihren Abschluss machen kann. Was weiß ich, steige ich durch dieses ganze Oder System böse durch? Gerüchte über sie die Runde machen? Ja gut, Gerüchte kann immer. Aber ja, wenn es der, der Chef ist, kann der ganz klar sie noch das mehr schikanieren. Meine ich, ja. Dass er zum Beispiel zu anderen Geschäftsfreunden sagt, also wenn da sich eine bewirbt und die, also lasst euch das bloß vorm Hals. Genau. Nur Ärger, die Frau. Genau, und sie denkt nicht, ich mit bösen sie denkt nicht eine Sekunde darüber nach. Gut für sie, schlecht für mich. Jedenfalls ist es so gewesen, dass ich dann, ich glaube, Kapitel 1, allerhöchstens Kapitel 2, ist halt diese eine Sexszene. Und dann habe ich gedacht, okay, die kommen aber flott zu Potte. Bei Seite 15, ich habe über die Charaktere noch nicht mal richtig kennengelernt. Na, nett, nett. Und dann, als die Sicht in seinen, also als es in seine Sicht springt, habe ich gedacht, okay, tust du dir das weiter an, du hab's abgebrochen. Weil ich komme über dieses vom Chef einfach angetatscht und hey, hippie, yay, yay, richtig geil, nicht drüber hinweg. Warst du auch noch ein Cowboy? Nein, da wäre ich dran geblieben, Mama. Nein, war es nicht. Ja, was bin ich da doch wieder harmlos? Ich war mit den Muskeltieren auf großer Ja, und ihr habt richtig gehört, es sind nicht die Musketiere, sondern die Muskeltiere. Ich warte, so, jetzt kann ich sie euch zeigen. Also ihr seht sie hier. Ich stelle sie euch gleich auch vor. Ich habe gerade gesehen, das ist ja hier bei dem E-Book auch so. Nun, komm, mach die Klappe zu. Oh. Vielleicht stellst du sie doch besser nicht vor. Technik. So, da haben wir sie. Da könnt ihr sie sehen, ihr habt hier Pomme de Terre, Gruyère, ich glaube, die kommen nicht gut. Picandu und Bertram vom Backenbart. Seht ihr sie jetzt? Ja, man sieht sie jetzt. Aber gut, also es sind halt zwei Mäuse. Das ist Pomme de Terre und Picandu, das ist so ein kleiner Dicker. Und ihr habt Bertram von Backenberg, das ist ein Hamster. Und ihr habt Gruyère, das ist ein weißes Rattenmädchen. Und die leben... in einem Feinkostladen, also ganz nobel, von Frau Fröhlich. Und Frau Fröhlich hat diesen Feinkostladen und sie hat gerade eine Einladung bekommen für eine Schiffsfahrt. Ich weiß nicht, ich habe den ersten Teil nicht gelesen. Aus irgendeinem Grund haben sie die halt bekommen, aus Folge von Teil 1. Und sie fahren jetzt für 2 oder 3 Wochen, geht es auf Kreuzfahrt nach Ägypten. Tja, was sollen die denn machen jetzt, die kleinen Nagetiere? Da gibt es keine Müllsäcke mit Käseresten und Pastetenresten und so weiter. Und sie überlegen sich, okay, dann fahren wir halt mit. Und sie quetschen sich dann noch in den Koffer rein und alles ein bisschen abenteuerlich. Picandu will eigentlich nicht mit, das ist nicht so sein Ding. Aber
er hat Pech gehabt, er hat so ein paar Alkoholpralinen gegessen und dann wurde er eben einfach mit eingesackt. Ja, und auf der Fahrt nach Ägypten lernen sie einen Jungen kennen, das heißt das kleine Weißrattenmädchen, der sie halt mal gefangen nimmt. Und damit nimmt das große, große Abenteuer seinen Lauf. Was ich total schön finde, diese Ratten sind, also diese Mäuse sind wirklich sehr, sehr süß und auch der Hamster. Aber die Ratten auf dem Schiff haben eine ganz andere Qualität und die wissen auch... Die verlassen ja auch sinkende Schiffe, sprichwörtlich. Ja, aber das müssen sie hier nicht tun, sondern sie leben da sehr gut. Es ist ja ein schönes Kreuzfahrtschiff, es gibt immer lecker Abfall, also alles, was der Müllbeutel hergibt. Aber sie wissen auch ganz genau, wenn eine Ratte gesehen wird, gibt es den Großalarm und in dem Moment kommt der Kammerjäger und jedes Loch und jede Bohle und alles wird genau geschrubbt und dann sind sie dran. Von daher, auf der einen Seite sind sie sehr gastfreundlich, also das muss alles mit dem ersten Teil zusammenhängen, weil sie kennen unsere kleinen Nagefreunde, die Muskeltiere. Aber auf der anderen Seite können die ganz anders, die können richtig böse. So, und das ist jetzt so die Ausgangssituation. Sie lernen dann halt noch diesen Jungen näher kennen und der hat eine Tante, die ist sehr reich und hat eine Marmeladenfabrik oder so weiter und da macht sich doch glatt jemand dran. Der hat nichts Gutes im Sinn. Ja, ich fand das richtig, richtig süß. Ich habe das jetzt gelesen, weil ich mir ja als Rezensionsexemplar sehr gewünscht habe, das Kochbuch von den drei Muskeltieren zu bekommen. Und ich habe da ja auch eine Zusage bekommen und da möchte ich ja natürlich auch die Charaktere kennenlernen, möchte wissen, wie die so ticken. Und mir hat es wirklich gut gefallen. Ich fand die Illustrationen sehr, sehr süß. Ich erzähle euch das jetzt alles ein bisschen ausführlicher, weil ihr bekommt dazu jetzt keine Einzelrezension. Weil... Ja, es ist eben nur ein ganz schmales, was heißt ganz schmales, aber es ist halt ein kleines Kinderbuch nur. Und dir fehlt ja auch Teil 1 Einstieg und so weiter. Wäre es jetzt, hätten wir Teil 1 schon besprochen, würde ich auch den zweiten Teil bekommen. Aber so ist es ja auch mal tricky, was erzählt man, was erzählt man nicht. Was wollte ich noch sagen? Ich finde es jedenfalls, dass es ein richtig schönes Abenteuer ist. Ich finde, es ist spannend gemacht. Okay, als Erwachsener hat man vielleicht schon ein bisschen mehr gelesen, dass man vielleicht weiß, wo der Hase schon hinhoppelt. Aber alles in allem finde ich, ist es ein großartiges Abenteuer und es hat mir Spaß gemacht, das zu lesen. Die Illustrationen finde ich sehr süß, bis auf die Menschen. Die haben alle so eine Nase. Das finde ich nicht so schön. Aber die Nagetiere sind sehr süß gezeichnet. Ja, das war die drei Musketiere und demnächst koche ich mit denen oder backe oder was weiß ich. Es wird jedenfalls heute eine große Freude. Heute koche ich, morgen backe ich. Gibt es da nicht so einen Spruch? Ja, Rumpel steht's hier. Ah. So, dann kommen wir zu Susan Mallory. Was nicht passt, wird küssend gemacht. Ja, und da musste ich mich wirklich zwingen, es abzubrechen. Das hört sich jetzt gut an, aber eigentlich habe ich gedacht, ey, zieh's durch. Ihr wisst, okay, ihr kennt es jetzt. Geht nach Fool's Gold. Und ja, erstmal, worum geht es? Es ist jetzt ja kein reiner Sexroman wie das erste, was ich euch da vorgestellt habe. Es ist hier wirklich auch ein Liebesroman. Und dieser Liebesroman ist es sogar mit mehreren Liebesgeschichten. Ich habe zwei Liebesgeschichten jetzt mitbekommen. Ich glaube, da ist noch eine dritte mit drin. Also jetzt nicht als Einzelgeschichten, sondern ineinander verwoben halt, dass man noch Nebenstränge hat. Also es geht um, ich glaube, Nevada. Genau, Nevada Hendricks, wenn ich das richtig habe. Und sie möchte sich bewerben und sie geht dahin und vor ihr steht der Typ, der sie in Jungfahrt hat. War eine 5-Minuten-Aktion. Er war doch so lange. Er ist danach wieder mit seiner Freundin zusammengekommen und sie hatte ein gebrochenes Herz. Und er war ein Freund ihres Bruders. So, die beiden zoffen sich, beziehungsweise sie wirft ihm die 5 Minuten vor, ohne darauf einzugehen. Das ist ihr erstes Mal, weil das kommt im Loop. Also darauf könnt ihr euch einstellen. Also jetzt nicht von mir, aber wenn ihr das Buch lest, das ist das Thema, das immer und immer und immer wieder im Loop kommt. Jedenfalls, ja, so ist der Einstieg, das ist das erste Kapitel und ja, ihr könnt es euch denken, kriegt sie einen Job, kriegt sie nicht, kommen die beiden sich näher und so weiter, darum geht es jetzt. Und wie kommen sie zusammen? Letztlich sind diese Bücher ja nicht die Frage, wer kommt mit wem zusammen, sondern wie kommen sie, wie schaffen sie es, ihre
ihre Probleme zu überwinden. Das ist immer noch mal ein so ein Holperstein, über den sie gekommen ist. Ja, da sind jetzt mehrere, dass der Bruder sagt, du gehst nicht mehr an meine Schwester ran. Dann ist da der Holperstein, dass sie jetzt für ihn arbeitet. Und da macht sich jemand wirklich Gedanken, ob das mit dem Chef so eine gute Sache wäre. Und da hängt ja auch noch immer dieses... Er hatte da diese Wahnsinnsfreundin, gegen die keiner ankommt und so weiter. Jedenfalls, das sind so die Problematiken. Warum habe ich es abgebrochen? Ich habe es ungefähr bei der Hälfte abgebrochen. Ich habe es als Hörbuch gehört. Und ich musste sagen, es hat mich einfach nicht... Es hat mich genervt und gelangweilt. Und genervt und gelangweilt aus dem Grund, weil immer... Versucht er sich da gerade scharf zu stellen? Ich höre so ein Rumpeln von der Kamera. Also wenn ihr das jetzt auch drauf habt, ich glaube, es war die Kamera. Jedenfalls, es kommt immer wieder und immer wieder und immer wieder auf diesen Punkt. Du hast damals mit mir geschlafen, bla bla bla. Und irgendwann war es dann halt genug. Und ich wurde auch nicht mit den Charakteren warm. Und das Cover ist übrigens sehr lieblos. Das sei auch dazu gesagt, weil halt sie ist blond. Warum packt man da eine Schwarzhaarige drauf? Ja, das hat man ja häufiger mal. Ja, aber das verstehe ich nicht. Ja, ich auch nicht. Das sind doch kleine Details und... Die lassen sich da fix mit Full Photoshop. Fullscroll-Covers sind welche, wo sie immer angeeckt sind, wo es ganz, ganz viel Kritik ja auch gab. Und keine Ahnung, da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben können. Jedenfalls die Nebenhandlungsstränge, es geht auch um Joe von Joe's Bar. Also das ist eine Frau und die hat noch eine Liebesgeschichte. Ich denke mal, dass es zu einer Liebesgeschichte sich entwickeln wird. Ja, und was mir ein bisschen auf den Keks gegangen ist, auf der einen Seite sind die ja alle so feministisch und gehen in die Männerberufe rein und so weiter. Auf der anderen Seite wird dann noch gesagt, ja, in der Bar, weil sie auf Frauen ausgerichtet ist, steht hinter jedem Gericht nochmal die Kalorienzahl. Na, da würde ich mich aber schön bedanken. Das ist umsatzsteigernd ohne Ende. Also auf die Idee, das könnte man im Café auch gut machen. Ein Stückchen Käsetorte, so und so viel Kalorien. Was meinst du, wie viele sich das dann nochmal überlegen würden, ob sie sich das bestellen oder nicht? Und, oh stimmt. Und die Bar ist vorne halt so eingerichtet und hinten, also für Frauen. Und dann gibt es noch ein Nebenzimmer für Männer. Ja, weil Foodschool ja mal Männerprobleme hatte. Ich finde das gut. Da könnte man auch immer gleich sagen, möchten Sie jetzt wirklich dieses Getränk, dieses Glas Rotwein oder diesen Punsch oder diesen Cocktail oder vielleicht doch lieber ein Mineralwasser? Ja, es ist sehr geschäftsschädigend, aber da, naja, egal. Jedenfalls ist es, sie haben auch eine Spielecke für Kinder, die wird gerade eingerichtet in dem Buch. Naja, es ist jedenfalls nicht unbedingt meins gewesen. Ihr wisst, manche Bücher von Foodschool finde ich ganz toll. Ich würde jetzt sagen, vielleicht war auch nicht die richtige Zeit, aber ich glaube, mit dem Buch werde ich nie warm. Mir fehlt da einfach der Tiefgang, weil ich finde... Ich erwarte da nicht groß Tiefgang, aber ich erwarte doch etwas Minimal mehr. Minimal Tiefgang. Und ich erwarte wirklich ein bisschen mehr Story als, oh, wir hatten mal irgendwann Sex. Und oh, das ist jetzt das große Problem, das immer wieder aufgewärmt wird. Und diese ganzen Rückblenden, ihr wisst es, ich bin kein Fan von Rückblenden in Büchern. Ich hasse nichts mehr. Naja gut, doch vielleicht noch das ein oder andere. Aber Rückblenden lese ich in der Regel nicht. Und da war auch eine Rückblende nach der nächsten. Wie sie sich kennengelernt haben, wie sie... die Freundin von ihnen getroffen hat, wie sie das erste Mal Sex hatten, ganz klar, großer Punkt, habe ich euch erzählt. Nee, war nicht meins. Also deswegen habe ich es abgebrochen bei etwa die Hälfte, aber ich habe einfach gedacht, oh mein Gott, du hast so viele Bücher von Foodschool gerne gelesen, komm, zwing's dir rein. Und dann habe ich halt wirklich gesagt, nee, das wird nichts. Also das hat mir ein bisschen schwer gefallen, das abzubrechen, obwohl ich es nicht gut fand. So, bei mir geht es garantiert sexfrei zu. Wieder ein Kinderbuch? So könnte man das ausdrücken. Wir reisen nämlich ins magische Land, Land of Stories, die Suche nach dem Wunschzauber von Chris Colfer. Und ich muss sagen, ich habe das Buch gesehen, habe gedacht, verflucht ist das ein schönes Cover. Das sieht so aus, als wenn es nur schreit, Ilona, ich will zu dir, ich bin so schön, schau mich an. Ja, und dann habe ich es angeschaut. Zeig doch hinten mal das Land. Hinten ist die Landkarte drin. Hier habt ihr nochmal die Landkarte. Vom Land of Stories. Ihr seht, es sind ganz viele Märchenländer. Das Land der schlafenden Königin. Hier ist Rotkäppchen. Und da, das sieht sehr nach Rapunzel aus mit dem großen Turm. Ihr ahnt es, es geht um Märchen. Ja, und
Ihr wisst, dieses Buch ich hat das, Sina mir abgetreten. Ihr wisst, ich habe es abgebrochen. Und ich habe es aus der Bücher. Weil ich es langweilig fand, weil ich die Charaktere unsympathisch fand und weil ich dieses ganze, ich habe es euch ja erzählt, dieses ganze Gedusel auf, oh, uns geht es allen so schlecht und so weiter, dass ich das nicht leiden konnte und deswegen halt gesagt habe, bei Seite 140, jetzt weiß ich es halt, abgebrochen habe. Ja, und ich war auch beim Hörbuch überhaupt nicht zufrieden. Also vielleicht lag das auch wirklich am Sprecher Rufus Beck, obwohl ich ihn ja sonst schätze. Vielleicht hat er das Buch nicht richtig für mich transportiert bekommen. Kann ja auch sein. Das ist zum Beispiel bei Fool's Gold auch so gewesen. Diese Sprecherin ist sicherlich gut, aber die spricht manche Charaktere mit Akzenten leicht, ich glaube leicht sächsisch auch bei dem einen rausgehört zu haben. Und die werden dann auf einmal, so wie sie sie spricht, so verlangsamt oder so, werden diese dumm und die mag ich in den anderen Büchern und auf einmal mag ich meine Lieblingscharaktere nicht mehr. Es kann auch tatsächlich sehr, sehr viel auch dann am Hörbuchsprecher liegen. Das war zum Beispiel bei, es war Rufus Beck, ich meine es mich ja, genau daran zu erinnern, bei Harry Potter und dann die Weasley-Zwillinge und da habe ich mich nur gefragt, was soll das? Das ist so ätzend, so grausam, das hörst du dir nicht an. Ja, du, es kommt halt wirklich, kann ein Sprecher das Buch transportieren oder nicht? Ja, ganz schlimm war damals von Feuer und Stein, gelesen von der Synchronsprecherin von Ellie McBeal. Und da habe ich nur gedacht, oh mein Gott, das passt so gar nicht. Dieses ein Steinkreis. Liebe kleine Stimmchen und oh, ein Steinkreis. Ein kleiner Steinkreis. Und da habe ich nur gedacht, nein Mädchen, das geht nicht. Und ich hatte mich so gefreut. Ich dabei mag ich die Frau total ja, gerne. Ja, es passte halt da nicht. Es passte einfach nicht. Und vielleicht hatte ich auch noch zu sehr Ellie McBeal irgendwo hier, aber nein, das musste schon wirklich jemand, der ein bisschen gestandener ist, sprechen. Also das ging nicht aus, dem hatten sie das zu Tode gekürzt. Das bin ich ganz schnell wieder bei eBay losgeworden, wo ich es ersteigert habe. Ich bin auch nicht groß ein Freund davon, wenn man wirklich ganz krass die Stimmen verstellt bei den Hörbüchern. Da kommt für mich dieser Storyteller-Charakter nicht mehr dabei raus. Und oftmals haben sie sich wirklich versemmelt damit. So. Ja. Aber ich höre ihn eigentlich recht gerne, Rufus Beck, ganz klar. Er spricht ja auch ein paar Diogenes-Bücher ein und so weiter. Ja, ich mag ihn wirklich gerne. Ich mochte ihn super gerne im Bewegten Mann. Ich weiß nicht, kennt ihr den Film? Der Bewegte Mann. Also es gibt für mich nur zwei deutsche Filme, die ich wirklich, naja gut, also von den neueren. Und so neu sind die ja auch schon nicht mehr. 90er Jahre. Wir reden neuere deutsche Filme, naja, 90er Jahre. Ist noch was anderes als diese Ufa-Filme nach dem Krieg oder 60er Jahre mit diesen Leuten. Stummfilm und so, ne? Stummfilmqualität, nein. Aber ich sage jetzt mal, die 90er Jahre waren gute Jahre. Da gab es ja einmal dann den Bewegte Mann mit Til Schweiger und Rufus Beck. Wir haben fürchterlich gedacht, es ist ein mega toller Film. Ich glaube, da startete Max Rabe auch mit dem Film seine große Karriere. Und dann gab es noch das Supervibe. Genau. Von Hira Lind, das Buch, vielleicht kennt ihr das noch. Und da, das ist auch ein mega Film über eine Autorin, der ihr Mann, ja, sie wird eigentlich nicht gewollt Autorin, aber letztendlich, sie will eigentlich nur die Scheidung einreichen von ihrem so berühmten Regisseurmann, der sie ständig betuckt. Und sie hat dann da so einen Rechtsanwalt kennengelernt, beduseln sich auch noch. Jedenfalls hat sie die Scheidung unterschrieben und er sagt, ja, dann schreiben Sie doch mal alles auf, was so in Ihrer Ehe passiert ist. Joachim Kroll ist das, ne? Mhm. Ja, genau, Joachim Kroll. Hast du ja nicht Arno oder so in dem Film? Ich glaube. Und die Mutter von ihm spielt jedenfalls Lieselotte Pulver. Ja, und dann schreibt sie halt alles nieder und so weiter und dann auf einmal heißt es ja, hier, du hast einen Vertrag, einen Buchvertrag. Und sie, wieso? Ja, Mama fand das so gut, die hat das mal gerade an den Verlag geschickt. Und sie ist erst im ersten Moment total sauer, aber nun ja, dann ist sie Autorin und das Ding läuft wie verrückt. Sie geht auf Lesereise und es ist wirklich mega toll gemacht mit Veronika Ferris, war die auch noch sehr jung, aber mega. Hat richtig Spaß gemacht. Die beiden Filme gucken wir also immer sehr gerne. Obwohl, wir haben jetzt noch Pünktchen und Anton ist auch noch gut, obwohl Kästner wahrscheinlich die gelüncht hätte. Ja, das hätte er. So, und und dabei sind die Kästner-Erben, glaube ich, sehr, sehr vorsichtig mit diesen ganzen Adaptionen. Er hat sie haben den Charakter von Anton verstümmelt.
Ein bisschen, ja. Ja, also der macht da etwas, was er niemals im Buch machen würde. Und ich glaube, das wäre ihm richtig gegen den Strich gegangen. Aber ansonsten mag ich den Film. Und was ich mag, ist, wir haben jetzt wir tatsächlich Rubinrot gesehen. Ja, haben wir. Und sind wir blau gleich hinterher. Ja, aber nicht ganz. Also dann hat bei mir wieder die große Müdigkeit zugeschlagen. Und dann haben wir gesagt, okay, dann gucken wir den jetzt irgendwann noch zu Ende. Haben wir aber nicht mehr gepackt. Also ich nicht, sind wir nicht, du nicht. Sind wir nicht beim dritten Teil ausgestiegen? Nee, beim zweiten. Sicher? Ganz sicher. Naja, gut. Also jetzt ganz ehrlich, was soll ich sagen? Also, ich war gut am Unterhalten den Abend. Ja, weil ich jetzt so lange den Film, das Buch ist jetzt so lange her, ich glaube, es ist ja auch schon wieder 6 Jahre her oder so, dass ich es gelesen habe. Das heißt, es ist nur eine schwache Erinnerung da. Und jetzt konnte ich den Film sehen. Und der Film wirklich ganz unabhängig vom Buch gucken. Und da fand ich es nicht schlecht. Ich war gut unterhalten also an dem Abend. Also wir hatten unseren Spaß, also keine Frage. Und wenn wir uns... Auch wenn wir auch mal ein bisschen gelästert haben, aber wir hatten unseren Spaß. Ja, ich fand es damals ja nicht gut, dass... Vor allen Dingen hat Veronika Ferres in dem Film immense Ähnlichkeit mit meiner, soll ich sagen, Zweitmama, mit der Mama, mit der ich aufgewachsen bin. Also ich habe ja meinen Vater... Mit der ich aufgewachsen bin. Ich hatte das Kind verstoßen, irgendwo ausgesetzt im weiten, weiten Wald. Und dann kam diese märchenhafte Frau... Hat dieses Kind genommen, hat es erzogen und danach hat sie es an mich zurückgeliefert. Wolltest du das so erzählen? Nein. Mein Vater war kaum da und ich bin halt, wie gesagt, mehr mit zwei Mamas aufgewachsen, weil ich hatte die eine Mama, das ist die, die ihr kennt, und ich hatte Gabi als Mama. Und das sind meine zwei Mamas sozusagen gewesen. Die haben mich halt die ersten Jahre großgezogen, bis Mama sich mit Gabi zerzofft hat. Aber meinen Vater habe ich so gut wie gar nicht gesehen. Und, aber Ende gut, alles gut, wir haben uns schon lange wieder vertragen. Genau. Es waren zwar 13 böse Jahre, wo wir nicht miteinander gesprochen haben, genau, aber wir haben uns wieder vertragen. Und Ma, ich weiß auch immer noch ganz genau, Ma hat es mir mit einem, damals gab es so Bounty-Eis. Mit einem Bounty-Eis hat sie mir erklärt, dass ich immer meine zweite Mama jetzt erstmal nicht mehr sehen werde. Habe ich das ja, getan? Ja, ich bekam Bounty-Eis als Trost. Also. Na, wenn das kein Trost ist, weiß ich ja auch nicht. Naja, jedenfalls hat die wirklich Ähnlichkeit mit Veronika Ferres. Und wir hatten ihr dann gesagt, dass sie uns da total an Veronika Ferres erinnert. Und sie hat gesagt, witzig, hat mir neulich schon einer gesagt. Ja, ja, so könnte ich also meine Zweitmama vorstellen. Na gut, was ich damals eben nicht so gut fand, ich meine, wir haben ja nun außer Herrn Fitzek und ja nicht so diese Galionenfrau. Cornelia Funke, nicht so die Galionsfiguren beim Schreiben. Und dann bekommt Kerstin Gier einen Kinofilm und ich finde, sie wurde da irgendwie ein bisschen stiefmütterlich behandelt. Also da hätte man sie schon ein bisschen mehr in den Mittelpunkt auch mal rücken können. Ja. Taucht sie nicht auch im Film auf? Ja, ja, ne? Ja, im zweiten. Wenn man so hintereinander dann, guckt, dann weiß man das schon. Genau, auf jeden Fall hatte sie ein Cameo und darüber haben wir uns tierisch gefreut. So. Genau. Also jetzt komme ich mal wieder Land of Stories zurück. Ja. Und Land of Stories, ich muss sagen... Sie will Teil 2 lesen. Ja, ganz, ihr bekommt noch eine richtige, ordentliche Buchvorstellung. Nur, ich wollte, bin dann ja auch rangegangen, habe gesagt, naja, das ist ja wieder eine sehr dankbare Sache. Sina sagt, ich mag nicht hier in den Duma. Ich weiß halt, dass du mehr, du magst andere Bücher als ich. Punkt. Ja, so. Und das ist es ja auch, warum wir, ich sag euch, dass ich die abgebrochen habe und ich sag euch auch, warum ich sie abgebrochen habe, aber das ist meine Wahrnehmung, nicht eure. Jedenfalls war es so, dass ich auch erst gedacht habe, mein Gott, was sind die Pratzen blöd. Also die eine hier, diese Alex, die, also die sind ja da unterwegs im Märchenland. Was sind die Pratzen blöd? Pratzen. So, und dann kommt dieser Geruch nach Kuchen und sie, oh, Knusperhaus und hin. Und er ein bisschen pfiffiger sagt, du weißt schon, wer da wohnt und Kannibalismus und so weiter. Aber, oh, das kann ich mir nicht entgehen lassen und hin zu diesem Knusperhaus. Naja, er rettet ihr dann mal gerade ihren Körper. Oh, guck mal, da ist Pennywise, mit dem muss ich unbedingt ein Foto machen. Genau, das wäre so die Situation. So, dann kommen sie zu einer Brücke, da steht so ein Brückentroll und sie lässt sich natürlich gleich auf so einen Deal ein. Er ist da auch wieder geschickter, er sagt, ich gehe hier einfach mal durch den Fluss durch, der ist nicht tief, also höchstens hüfthoch, da gehe ich einfach durch. Sie
geht also wirklich auf die Geschichte mit dem Troll ein. Hat Glück, dass sie das Rätsel knacken kann, sonst wäre die Geschichte aus gewesen. Oder zumindest ohne sie weitergelaufen. Und da habe ich so gedacht, ja, nicht die hellste Birne eigentlich, ne? Oder sie klettert an. Aber sie ist ja eigentlich die hellste Birne im Lampengeschichte. So wird sie ja eingeführt. Sie klettert am Rapunzelturm. Ich weiß, das habe ich ja noch gelesen. So, er ist da wesentlich pfiffiger. Sie haben dann irgendwie so ein Buch und dann liest er. Du kannst doch nicht immer alles vor. Das war jetzt das Letzte, was ich euch verrate. Auf einmal geht er einfach mal gerade die Treppe. So, aber er geht mir auch auf die Nerven, weil er die ganze Zeit entweder am Jammern ist oder am Nörgeln ist oder er ist echt unfreundlich, aber... Aber das Buch ist gut. Ja, aber... Nein, die kriegen sich ja irgendwann. Sonst hätte ich das auch nicht ertragen. Aber er hat wirklich kleine Sternstunden. Das muss ich dann sagen, wo ich wirklich sage, der Junge war wirklich pfiffig. Es sind ja auch schöne Überlegungen. Ich mag halt diese Märchenthematik. Und zum Schluss hin, also es hat sich immer weiter zu einem guten Buch entwickelt. Das muss ich sagen. Also der Anfang, wahrscheinlich hätte ich ihn nicht überlebt, aber... Es wird. Also ich werde auch den zweiten Teil lesen. Also von daher, wenn ihr ein bisschen Geduld mit dem Buch habt, wie Sina sagt, 140 Seiten, heißt es vielleicht erstmal überstehen. Ich weiß gar nicht, wo bin ich eingestiegen? Du bist bei Seite 100 eingestiegen. Bei Seite 100, okay. 94 oder sowas. Ja, da irgendwo bin ich eingestiegen und dann sind sie ja schon hier im magischen Land angekommen. Und ab da, finde ich, entwickelt es sich in eine positive Richtung. Also ich werde zusehen, dass ich den zweiten Teil auch lesen werde. So, Jack, du kriegst hier links. So, dann kommen wir zu dem Buch Love, Sugar, Magic. Hilfe, die Geister sind los. Ich habe jetzt den... Rezi-Exemplar? Das hier, ja. Ich habe den ersten Teil gelesen. Dafür bekommt ihr auch eine Buchvorstellung. Und genau das, was ich beim ersten Teil bemängelt habe, das war nur ein Punkt, hat man hier ausgemerzt. Also genau der Punkt, über den, wo ich gesagt habe, das ist völlig... Völlig unlogisch, völlig Banane, dass die da nicht drauf achten, wird hier korrigiert. Also da muss ich auch schon sagen, das freut mich sehr. Ja, was soll ich euch sagen? Den ersten Teil habe ich gelesen, der hat mir super gefallen. Daraufhin habe ich hier jetzt das Rezensionsexemplar, den zweiten Teil. Und ich mag es total. Es geht eben ganz viel um Backen, es geht um Magie, es geht um Familie. Ihr habt halt sehr... Diese mexikanischen Feste, gibt da ja auch diesen Dreikönigstag, der heißt dann bloß anders und jedenfalls aus dem resultiert wieder ein anderes Fest und ihr habt natürlich auch Halloween, das ist im anderen Teil Halloween und der Dia de los Muertos. Ganz toll, ich verstehe es nicht, ich krieg's nicht rein. Ich sage immer das mexikanische Totenfest, das geht auch. Dann wisst ihr Bescheid. Also mir gefallen die Bücher wirklich gut. Es waren tolle Ideen in dem ersten Band. Und aber ihr kriegt noch eine Besprechung vom ersten. Genau, und ich hoffe sehr, dass der zweite jetzt genauso gut ist wie der erste. Ich bin guter Hoffnung, weil sogar der Fehler aus dem ersten da behoben wurde. So, und jetzt habe ich ein ganz hässliches Lesezeichen. So, was würde Frieda tun? 55 Live-Lessons von den coolsten Frauen der Weltgeschichte. Und da ist uns ein Malheur passiert. Ihr wisst, beim letzten Mal haben wir sie vorgestellt. Achso, ja, Rätsel-Exemplar. Der Missetäter liegt da unten auf dem Fußboden. Da gönnen wir uns ein Glas Wein. Ja, und haben uns sehr darauf gefreut. Ein schönes Glas Rotwein, so zum Feierabend, zum Ausklang, zum Abschalten. Und dann nimmt der Hund sein Stofftier. Sie hat eine ganze Kiste Stofftiere. Ja. Aber sie hatte ihr pinkes, es war das pinke Seepferdchen, was sie genommen hat, hat es hochgeschleudert in der Luft, unser Hund ist ein Werfer, und rumstibums war mein Rotweinglas über den gesamten Tisch verteilt. Seht ihr das mal der Schande? Ja, das, ich weiß nicht, habt ihr auch einen Hund? Es gibt ja Hunde, die sind am Zerren und kullern, wenn die irgendwas haben. Emmy nimmt die Sachen und wirft. Wir finden das ja eigentlich auch immer ganz lustig. Wir haben jetzt so ein Hundespielzeug gekriegt, das war aber ziemlich schwer. Und da habe ich nur gesagt, das geht nicht, das kann die nicht haben, weil die wirft das. Und wenn und das im Fernseher geworfen. Landet oder in der Terrassentür oder so, haben wir ein Problem. Haben wir ein Problem. Und darum haben wir gesagt, nein, das nehmen wir ihr schon mal weg. Unser Baby wirft nicht mehr. Genau, und wir haben dann wirklich nicht mehr dran gedacht. Also was heißt nicht dran gedacht? Wenn sie mit dem Stofftier schmeißt, das
hat ja nicht so den Krawemm, aber ein Glas, das auf so einem schönen Stiel auch noch ist, das steht natürlich nicht so elegant wie eine Kaffeetasse oder so. Ja, und natürlich, Weißwein wäre angenehmer gewesen, Rotwein macht eben die dicken Flecken. Aber ich mag keinen Weißwein. Ja, gut, aber es ärgert mich natürlich sehr, aber was soll's, kann sie ja auch nichts für. So, ja, die 55 Live-Lessons, ich bin jetzt auf Seite 192, das ist noch nicht ganz zwei Drittel. Es ist frech geschrieben, also es hat einen ganz laxen, fröhlichen Ton. Es wird auch nicht verschwiegen, mit wem es böse geendet ist und mit wem nicht. Manche Frauen, muss ich sagen, es ist ein bisschen an den Haaren rangezogen. Andere sind dafür... Also an den Haaren rangezogen, die Life Lessons. Genau. Also weil sie ja immer sagen, es ist ja ein Buch geschrieben worden mit dem Aspekt, was können wir auch von ihnen lernen? Wie Bodo Sia zum Beispiel, wir können natürlich nicht in die Schlacht reiten und alle Missetäter umbringen und London noch nebenbei gerade abfackeln. Würde man uns nicht danken, ich würde ist dir auch nicht so passiert. Ich würde die auch ehrlich gesagt nie in so ein Buch annehmen. Ja, also da sage ich, da gab es bestimmt auch noch andere. Dafür sind andere umso großartiger, die ich vielleicht auch überhaupt gar nicht auf dem Schirm hatte, die mir sehr, sehr gut gefallen haben. Also ich lasse mich überraschen. Ihr kriegt dann naja noch eine abschließende Meinung auch noch von mir. Aber ansonsten bin ich mehr als zufrieden mit dem Buch, muss ich sagen. Ja, und das sind so meine Schmierzettel hier, wo ich mir mal die schönen Sachen aufschreibe. So, und das Buch ist das Ganze jetzt nochmal für Jugendliche. Ich habe es in der Bücherei stehen sehen und ich musste es einfach wegen dem Cover mitnehmen, weil ich hatte da diese Backseite halt gesehen und ich habe es noch ganz schnell gegriffen, weil ich gedacht habe, das zeige ich euch. Es ist nämlich genau das Gleiche, nur für ein Publikum darunter. Und das Geniale daran ist, dass ihr ein Zitat auch noch habt, ein richtig dickes. Also ich zeige euch das jetzt einfach mal. So, dann habt ihr einen kurzen Abschnitt darüber, wer das gewesen ist. Ihr habt ein Zitat und was ihr sehen würdet, was würde Elena tun? Und dann ist da eine Fragestellung, eine richtige Fragestellung, wie zum Beispiel, wenn ihr in der und der Situation seid, was würde sie euch raten? Und ich muss sagen, die Illustrationen sind auch großartig. Ja, also es ist ganz, ganz toll aufgemacht und es wurde auch nicht verschwiegen, dass zum Beispiel sich Virginia Woolf umgebracht hat. Und ich habe da nur jetzt erstmal durchgeblättert, aber ich finde das eigentlich eine richtig, richtig schöne, coole Sache. Also wenn ihr was sucht für Mädchen, die ein bisschen Power und Vorbilder gebrauchen können, dann ist das Buch sicherlich etwas für euch. So, und dann kommen wir zu Jake Turner und der Schatz der Azteken von Rob Lloyd Jones. Und ich liebe es und ich verstehe es weiterhin nicht, warum so etwas nicht mehr geschrieben wird für Erwachsene. Ich vermisse Abenteuerbücher unheimlich im Sortiment. Jedenfalls Jake Turner ist top. Es ist richtig, richtig gut. Auch Band 2. Das heißt, ich kann ja nichts dazu sagen. Ich habe ihn ja nicht gelesen. Nein, aber auch Band 2. Also auch hübsch hier, ne? Da ihr von mir ja im Moment noch keine Einzelbesprechung bekommt, werde ich euch das jetzt gerade sagen. Also wer jetzt überhaupt in keinster Weise gespoilert werden will, der macht jetzt einfach mal einen Sprung, falls ihm noch ein Roboterbuch interessiert. Ansonsten könnt ihr hier jetzt auch schon abbrechen. So. Für alle anderen, ich werde es versuchen, jetzt so zu halten, dass ihr einfach wisst, worum es geht. Jake Turner beginnt in Ägypten mit Teil 1 und es ist ein Kinderbuch. Aber ich glaube, das ist ein Buch für die ganze Familie und vor allen Dingen für Leute, die genauso wie ich sagen, hey, sowas wie Indiana Jones für Erwachsene wäre doch wirklich mal angebracht. Das können tatsächlich auch Erwachsene lesen und richtig ihren Spaß daran haben. Es geht um Jake und seine Zwillingsschwester Pandora. Und im ersten Teil waren ja ihre Eltern entführt worden. So, und im zweiten Teil sind sie jetzt... geht es zu den Azteken. Ich werde euch doch nicht so weit spoilern, wie ich eigentlich will, weil ich würde gerne ganz intensiv über dieses Buch reden. Aber es geht dann halt zu den Azteken. Es ist wirklich genau so gut, wie ich gehofft habe, dass ein zweiter Teil sein kann. Ich freue mich. Ich habe gesehen auf der Webseite des Autoren, dass er einen dritten Teil jetzt geschrieben hat. Und es ist
Das Schöne ist, dass da auch eine Familie wirklich ist, die zusammenhält, die sich nicht immer ständig vertragen. Sie können sich streiten wie die Kesselflicker, aber letztlich, sie sind eine Familie. Und streiten ist eigentlich der Normalzustand bei ihnen. Und man erfährt noch nebenbei ein bisschen was über die Azteken oder im ersten Teil über die Ägypter. Man erfährt was über Archäologie, also ein bisschen was am Rande, also wir sind nicht bei Ausgrabungsstätten oder so, aber alles, was mit diesen alten Kulturen zusammenhängt. Zum Beispiel im zweiten Teil geht es auch darum, die Azteken haben ja gerne Menschenopfer gebracht. Vom Altar. Ja, so wie wir immer noch in den Kirchen, wenn wir eine Hochzeit haben. Ja. So, aber es ist halt. Jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ach so, ja, dass sie halt Menschenopfer gebracht haben, wie sie die Leute umgebracht haben. Und dann halt immer sagt die Mutter, uns steht es nicht zu, über sie zu urteilen, weil sie hatten ein gesamt anderes Konzept. Und da hat er halt eine ganz andere Meinung, Jake. Jake meint, ich habe dazu trotzdem meine Meinung, ich finde es widerlich. Aber seine Mutter ist halt, ja, immer diejenige, die sagt, nein, die haben halt daran geglaubt. Für sie war es halt so, solange sie den Göttern Blut zum Beispiel gegeben haben, haben sie die Welt nicht zerstört. Und somit ein Leben gegen ganz viele. Es war ein ganz anderes System und er soll aufhören zu werten über diese Leute. Er hat auch ein kleines Problem, das sei auch gesagt. Er bringt sich dauernd in Schwierigkeiten, weil er einfach diesen Adrenalinkick auch braucht. Und wenn er den nicht kriegt, dann sorgt er dafür, dass er ihn kriegt. Und wenn er klaut, im ersten Teil beginnt es ja auch damit, dass seine Eltern sagen, wir müssen ihm noch irgendwann mal wieder vertrauen. Und er dann losgeht und 5 Minuten später halt versucht, ein Tablet zu stehlen. Das ist halt Jake. Aber auch da, er kommt nicht immer durch damit. Und er bereut auch sehr, sehr oft seine Impulsivität und muss dagegen dann halt auch angehen. Aber das ist für ihn schwer. Old Habits Die Hard. Und ich finde die Entwicklung gut. Und egal, manchmal gibt es ja so Bücher, da wollt ihr den Hauptprotagonisten nehmen, wollt ihn schütteln, wollt sagen, was soll die Scheiße. Und bei ihm ist es so, ihr versteht, warum er es tut. Und ihr versteht auch selber in dem Moment, wie sehr er wenn er es tut, schon darunter leidet, es gerade zu tun. Und dass es wieder einmal ein Impuls war, den er nicht zurückholen konnte. Ich finde es sehr, sehr gut, weil in dem Moment, natürlich habe ich manchmal gedacht, kannst du nicht aufhören? Kannst du nicht einmal aufhören? Aber trotzdem weiß ich, es passt zum Charakter. Und es ist in ihm angelegt. Es ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh Gott, warum macht er das auf einmal? Sondern man ahnt schon, warum er es macht in dem Moment. Es ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Ihr wisst, ich mache eigentlich einen großen Bogen um diese Bücher, weil ich mit dem Schreibstil meistens nicht klarkomme. Hier habe ich sofort auch bei Band 1 reingefunden. Ich war sofort hooked. Ich liebe die Bücher. Und deswegen kann ich sie euch absolut nur empfehlen. Holt euch Jack Turner, wenn ihr es vermisst. Solche Sachen wie Indiana Jones, lest wenigstens rein. Ich war ja schon von den Yaks begeistert und dankbar, dass es sie gab. Aber das hier ist halt alleine vom Humor ein gewaltiger Sprung. Es ist wesentlich erwachsener. Es hat zwar noch viel Humor und so weiter, aber es ist ein ganz, ganz großer Sprung zu den Yaks. So, und wir kommen jetzt ins Ach so, Altehrwürdige. und warte mal, zu den Yaks muss ich noch sagen, wir werden jetzt nicht von Yaks gefressen, so heißt der erste Teil. Ihr findet auch alles unten in der Infobox. Weiß ich nicht, ob wir da. Gucken wir das Video nochmal und verlinken Müssen wir alles? ja immer, ne? Ja, oder sind das jetzt nur die erwähnten Ich Bücher, die glaube, wir wir wirklich haben vorstellen? ziemlich viele Seitensprünge gewagt diesmal. Hm. Wir werden schauen. Ich Also, weiß nicht, woher ich die Zeit nehmen soll. wir werden gucken. Ja, oder auch Ansonsten, wir nicht. werden nicht von Yaks gefressen und dann gibt es einfach mal auch bei Google ein. Ich habe damals vor etlichen Jahren eine Besprechung dazu gemacht. Ich habe die Bücher geliebt. Aber das ist wesentlich erwachsener und es ist auch einfach cool. Es ist richtiges Abenteuerfeeling und ja, ich bin Fan. So, ich habe mir heute Morgen aus der Online ein Buch geholt, weil ich wusste nicht, was liest du denn jetzt mal? Und dann habe ich gedacht, okay, du hast doch angefangen mit der Reihe um Honey Driver. Und das ist ein, ja, so Wohlfühl-Krimis. Cozy Crime, wie wir jetzt wissen. Ganz genau, die in dem schönen Seebad Bars. Wer Georgette Heyer-Fan ist, der kennt Bars oder auch. Ich weiß nicht, ob Jane Austen, ob die da auch immer hingereist sind. Dinner für eine Leiche. Und es geht halt um Honey Driver. Und Honey Driver hat ein Hotel.
Und sie ist halt von dem Hoteliersverband dazu angestiftet worden oder jetzt eingestellt worden. Naja, was heißt eingestellt? Sie hat ein paar Vorzüge dadurch. Sie soll jedenfalls so den Mittelsmann zwischen Polizei und den Hoteliers irgendwo machen. Also die ganze Gastronomie. Denn Mord und Diebstahl und so weiter sind natürlich nicht gut für so einen Ort. Man möchte ja Touristen haben. Und dafür ist sie jetzt gut und ja. Ja, sie ist jedenfalls immer dabei, wenn irgendwas passiert. So, und jetzt ist eine große Wahl zum Spitzenkoch überhaupt. Das Event heißt Biss und auch ihr Koch ist mit dabei. Und ihr könnt es euch fast denken, zum Schluss gibt es einen Koch weniger und sie ist jetzt mitten in den Ermittlungen. Ich finde das eigentlich sehr lustig gemacht. Honey Driver ist auch ein bisschen... Schön, so mit Leiche, ist lustig. Ja, sie ist ein bisschen properer, aber sie ist auch ziemlich flott. Sie hat eine 18-jährige Tochter, die sehr vernünftig eigentlich ist. Sie hat eine Mutter, die ihr fürchterlich auf die Nerven geht, weil die möchte Honey auch ganz gerne wieder unter die Haube bringen. Und sie hat so einen kleinen Fling zum Inspektor. Die beiden necken sich auch ganz gerne. Mir gefällt das jedenfalls sehr, sehr gut. Ich mag das ja und ja... Du hast trotzdem mehrere Anläufe für Teil 1 gebraucht. Für den ersten Teil habe ich wirklich ein paar Anläufe gebraucht. Dann irgendwann ging es. Und jetzt heute Morgen habe ich gedacht, gut, dann soll es Honey Driver wieder sein. Und dann habe ich mit der jetzt wieder angefangen. So, dann hatte Sina sich aus der Online aus, nicht aus der Online, aus der Bücherei ausgeliehen. Super Checker Roboter. Was willst du heute wissen? Coole Fakten, Steckbriefe und Rekorde. Das ist ja auch gewöhnungsbedürftig. Ja, ich habe vorne draufgeklebt. Ja, ich habe jedenfalls dieses Buch mir ausgeliehen, weil ich mit einem Buchprojekt am Liebäugeln war. Vielleicht wird das auch noch was, aber egal. Wumpe, ich habe das dann durchgeblättert. Ich habe mir viele Sachen dann halt auch im Internet angeguckt. Es sind 64 Seiten, was soll ich euch sagen? Da ist nicht viel und wenn ihr euch das... Zeigt mal einmal so eine Doppelseite. Ja, ich wollte gerade gucken, ob da... Da ist viel Bild, wenig Text. Es ist aber auch von 7 bis 9 Jahre und ich glaube, für das ist es auch wirklich... Top, da hast du aber noch eine Seite mit viel Text genommen. Also ja, große Sprechblasen. Es ist jedenfalls extrem wenig Text, aber für Roboter ist nun mal etwas, das ja in der Zukunft sehr, 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 sehr wichtig sein wird, weil wir halt ja immer mehr mit Roboter und Androiden und so machen. Ich habe das ja auch dann viel davon noch im Internet recherchiert. Das Geilste war, dass dann wir auf ein Roboterhotel gekommen sind. Und da steht doch wirklich so eine Echse hinterm Schalter. Finde ich natürlich total witzig. Ihr habt die Wahl. Dinosaurier. Diesem Dinosaurier, weiß der Kuckuck, Raptor welcher das oder ist. Irgend so ein Raptor. Und daneben steht noch eine menschenähnliche. Also ein menschenähnlicher Roboter. Und sie, ja, ich weiß ja nicht, ob ich da hingehen würde. Ich sage ganz klar, der Raptor. Woanders wollte ich nicht stehen. Aber ich fand das schon sehr interessant. Also das wird geführt von Robotern. Ich habe aber gesagt, ich möchte fast dafür wetten, dass so die Zimmermädchen und so weiter, dass das doch noch Menschen sind. Genau, aber sie stellen halt so viel wie möglich wahrscheinlich um. Und es gibt ja auch, wie Mar euch ja gerade gezeigt hat, auch diese Rockband. Die sind auch ganz witzig. Aus den Robotern, ich weiß gar nicht mehr, Compressor Head oder wie das heißt. Und ja, es hat wirklich Spaß gemacht, dann auch mehr im Internet zu erfahren. Also, und ich finde es gut. Ich finde, Kinder können jetzt nicht früh genug auch was von Robotik lernen. Das Einzige, was ich halt darin bemängel, ist, ich hätte mir eine Doppelseite mit den Gefahren gewünscht. Das hat mich ja auch total geärgert. Ich hatte mir irgendwann nachts mal so ein Roboterbuch ausgeliehen über einen Jungen, der mit einem Roboter befreundet war. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding hieß. Wenn ich es noch finde, packe ich es euch unten mit rein. Gesetzt dem Fall, wir haben so viel Zeit, dass wir das nochmal gucken. Und da war es also auch so, der Roboter ist nicht gefährlich, der Roboter ist dein Freund. Natürlich können Roboter gefährlich werden und umso mehr sie lernen, umso gefährlicher können sie werden. Und mal gucken, naja, ich erlebe es nicht mehr, ihr auch nicht, aber so in 100 Jahren wird das ja alles ein bisschen anders laufen. Und vor allen Dingen, weil sie ja rein logisch vorgehen. Ja. Das heißt, wenn dann der Mensch halt, wenn der Mensch halt im Wege steht,
ich glaube, Elon Musk war es, der es gesagt hat, dass es halt ist so, wir hassen ja auch keine Ameisen. Aber wenn wir eine Autobahn bauen wollen und die Ameisen sind im Weg, der Ameisenhügel, tja, dann wird er platt gemacht. Und das geht noch viel einfacher. Wir wollen alle keine Ameisen in der Küche haben. Es ist halt nicht, es ist halt für unsere Pläne schädlich, dass da ein Ameisenhaufen ist. Also weg damit. Keine no hard feelings. Oder Wespennest. Dings halt, es geht ja um Funktionalität. Es geht ja noch nicht mal um Schädlingsbekämpfung. Es geht ja wirklich rein um Funktionalität. Nein, ich sage ja mal, das sind ja auch einfach Lebewesen. Ja, aber das sind ja Schädlingsbekämpfung in dem Moment. Sachen, wo du ja, aber so ist es ja, hey, ich möchte da, das ist, ich glaube... Wenn du den Wespen nicht zu nahe sag mal, kommst, wird das nicht gemacht in Per Anhalter durch die Galaxis? Ist es nicht deswegen, dass auch der Planet gesprengt wird? Klar. Der ist im Weg. Punkt. Ja. Also muss der weg, weil da jetzt irgend so eine intergalaktische, was weiß ich, gebaut werden soll und die Erde ist einfach mal im Weg. Und so nett sind die da drauf leben, ja auch nicht. Also. Nee, sie hätten sich ja beschweren können, aber das lag ja auf Planet so und so aus, in der und der Etage, die Anträge. Und im hintertuffigsten Hinterzimmer. Genau, und wenn die Menschen nicht sich um ihre Sachen kümmern, dann werden sie halt einfach mal planiert, ne? Das kennen wir ja von Häusern. Und das ist es ja auch. Arthur Dents Haus, also von dem Hauptcharakter bei Per Anhalter durch die Galaxis, soll ja auch platt gemacht werden. Genau aus dem Grund, weil da jetzt eine Umgehungsstraße gebaut werden soll. Ist halt im Weg. Also Sina hat mir auch so den einen oder anderen Roboter gezeigt und sogar hier der Autor Danny Wallace. Ihr wisst, den haben wir immer sehr gerne gelesen. Der war dann auch in... Bei dem Roboter Leonard. Und Leonard ist ein Plüschtierroboter. Und so süß. Erinnert ein bisschen an die Gremlins, wenn ihr die damals gesehen habt. Ich wollte ja immer so einen Gremlin haben. Ja, und er kann sich, er lernt halt sowas wie, oder kann so etwas ausdrücken wie Freude und Furcht. Und das machen sie halt mit Elmo und mit dem Krümelmonster. Ja. Sie zeigen Elmo und der Roboter streckt die Arme danach aus und will das haben. Und dann zeigt, und es ist wirklich ein Plüschtier-Ding. Wirklich ganz, 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 cooler Augen. Ganz, ganz süß. Und dann zeigt man das Krümelmonster und dann macht so eine abwehrende Haltung und die Ohren gehen runter und man hat sofort... Ja, das macht irgendwie so. Man hat sofort eine emotionale Verbindung und wir saßen davor und haben gesagt, das kann er nicht jetzt eigentlich Elmo dem Tier geben. Und Danny Wallace hat dann auch gesagt, hier, gib ihm das doch jetzt und hat ihm das weggenommen und hat das dann diesem Roboter gegeben. Weil er auch meinte, man bekommt eine emotionale Verbindung dazu. Und fand ich sehr... Also ich fand es sehr, sehr interessant, weil Sina mir dann immer mal gezeigt hat, die Roboter, die sie im Internet entdeckt hatte und die besonders spannenden Dinger hat sie mir dann halt gezeigt und sagt, guck dir das mal an. Ich glaube, das sind auch Roboter, die tragen bis zu 45 Kilo oder so, die für Altenpflege und so etwas jetzt auch eingesetzt werden sollen. Und ob es uns passt oder nicht, da wird es wohl hingehen. Und also so Roboter, die halt helfen, zu heben. Also Leute in den Rollstuhl reinzuheben oder ins Bett zu heben, was ja ne, gar nicht mal so das Problem ist. Ich hatte jetzt auch von Sprachrobotern gehört, die eingesetzt werden in den Schulen. Und die Kinder arbeiten unheimlich gerne damit und werden viel freier damit, weil der Roboter ja nicht wertet, ob sie jetzt eine falsche Antwort geben oder nicht, sondern sie dann viel besser in das Sprechen einer Fremdsprache kommen und super gerne mit dem Roboter arbeiten. Es hat seine Nachteile und gerade wegen den Nachteilen hätte ich mir eine Doppelseite gewünscht, aber ansonsten alleine, ich meine mal, Robotik ist sicherlich auch ein Berufsfeld der Zukunft und ich würde es meinem Kind definitiv in die Hand drücken und würde es wahrscheinlich dann auch mit meinem Kind zusammen halt mir dann die YouTube-Videos dazu angucken, um die Roboter dann halt auch in Aktion zu sehen, weil das ist ein bisschen schade, es wird halt nur beschrieben und dann geht ihr ins Internet und könnt euch das in Aktion angucken, auch diese alten japanischen Automaten, die es gab. Die waren ja stark. Ja. Auch total genial. Ich weiß gar nicht mehr, wie sie heißen. Also da gibt es viel, viel zu entdecken. Es hat einen guten Preis. Ich glaube, es ist irgendwie bei 8,99 € das Buch. Und dafür habt ihr wirklich etwas Gutes für euer Kind. Wie gesagt, 7 bis 9 Jahre halte ich für gut. Aber ich kenne mich mit Kindern nicht aus. Ich würde aber trotzdem sagen, das ist so die Altersschicht,
die das anspricht. Alle anderen würden wahrscheinlich schon ein bisschen mehr wollen, vor allen Dingen, wenn sie sich für Roboter interessieren. Also ich finde, es ist ein sehr spannendes Thema. Damit sollten wir uns alle ein bisschen auseinandersetzen. Wir müssen ja nicht gleich die großen Experten werden. Aber ich finde es immer schade, wenn einfach nur gesagt, Roboter sind gut und hilfreich und was die alles lernen können. Genauso muss natürlich der warnende Finger auch hochgehen, aber sind wir ehrlich, da wird sowieso erfunden und weiterentwickelt, ob wir gewarnt sind oder nicht, sie werden auf uns zurollen. Ja. Oder rutschen oder fliegen oder wie immer sie sich bewegen werden. Androiden sind auch sehr interessant, das sind ja Menschen, also humanoide Roboter letztlich. Sehr, sehr interessantes Thema auch da wieder, vor allen Dingen, wenn man die dann in Aktion sieht und manche von denen sind echt scary, richtig, richtig gruselig. Ja, so, dann haben wir euch jetzt alles erzählt, was es zu erzählen gab. Wir wünschen euch... Ist ja fast wieder eine Stunde. Oh Gott. Wir wünschen euch jedenfalls noch eine schöne Woche bis zum nächsten Leseupdate und vielleicht habt ihr auch Lust, mal in die Buchbesprechung oder in die Verlagsvorschauen reinzugucken, die wir jetzt regelmäßig hochladen, damit ihr noch ein paar tiefere Einblicke bekommt und vielleicht auch schon mal gucken könnt, was bringen uns die Verlage denn jetzt in den nächsten Wochen, was kommt neu an den Start, was befriedigt unseren Lesehunger. So, ja, bleibt uns nichts anderes übrig. Wir sagen Bye-bye, bis zum nächsten Mal.